Was geht ab, meine Z-Fighter, Osir hier. Und ihr habt es gestern vielleicht gemerkt, gestern kam kein Upload. Ich habe mir da quasi einen Tag freigenommen nach dem Japan-Trip. Hat auf jeden Fall ganz gut getan, muss auf jeden Fall auch mal sein. Deswegen an der Stelle, wundert euch nicht, es geht wie gekonnt und wie normal ab heute weiter. Jedoch noch eine Sache aus vorweg, ich habe das Team-Rating-Video natürlich nicht vergessen. Das wird noch kommen, die Tage, und mein Vlog zum Japan-Day genauso. Gebt mir da nur ein, zwei Tage Zeit und dann ist das Ganze online. Aber zum heutigen Video, und zwar sind wir auf der japanischen Version, denn auf der japanischen Version gab es zum einen ein Update. Update 3.12.2 ist das, und zwar wurde das Game japanisch Stück am Ende für iPhone X komprimiert, oder iPhone X, je nachdem. Und White Display Support gibt es nun für gewisse Android Devices. White Display heißt, wenn ihr beispielsweise wie ich es auf dem Handy spielt, dann skaliert das Ganze mit. Ich bin zwar auf dem iPhone, heißt, es gibt hier noch keine Skalierung, aber bei euren Android-Geräten werdet ihr das merken, dass das Ganze mitskaliert mit eurem breiten Bildschirm. Genau, aber dann kommen wir noch quasi zu dem Wichtigen, nämlich eine neue Celebration. Eine neue Celebration hat im japanischen Dokkan Battle angefangen. Das ist wohlgemerkt Part 1. Heißt, nach dieser Celebration wird Part 2 folgen. Wir schauen uns alle Informationen zu der Celebration Part 1 an. Nun, wann geht das Ganze los? Das Ganze geht los am 30. Mai, 21 Uhr unserer Zeit, und wird verlaufen bis zum 1. Juli, beziehungsweise an der Stelle dann 30. Juni unserer Zeit. Genau, also zuallererst haben wir einen neuen Login-Boni. Dieser Login-Boni geht, wie gesagt, erst ab morgen 21 Uhr online. Heißt, da wissen wir mehr, was dann da kommen wird, was wir bekommen werden über die Tage. Genauso wie Special Mission in Part 1. Aber hier sehen wir es schon dann, was wichtig ist, quasi das Dokkan-Fest-Banner vom neuen Physisch Gohan. Und, ja, ihr seht es. Vegito Blue ist auch dabei. Wir haben keine weiteren Details zum Physisch Future Gohan, den neuen Dokkan-Fest-Unit. Aber wir sehen ja auf dem Bild natürlich, Vegito Blue ist im Banner. Jetzt werden wahrscheinlich viele denken, okay, das heißt, Vegito Blue, wir hatten ja die Diskussion letztens, als wir die Information bekommen haben, dass Gohan kommen wird, dass er der Leader der Future Arc Kategorie sein wird. Das kam aus den Leaks, aus den V-Jump Scans. Die Sache war, da war ich mir auch ein bisschen unsicher, ob das Future Arc ist, also die Saga, oder alle Future Charaktere. Da waren die Meinungen getrennt. Jetzt werden wahrscheinlich viele denken, Vegito Blue ist auf dem Banner, heißt, jeder Charakter aus der Zukunft wird in seiner Kategorie sein. Könnte sein. Ich will euch auf jeden Fall da an der Stelle warnen, nicht, aber sagen, dass auch vielleicht anders kommen könnte. Ja, wenn ich dann ein Gegenbeispiel nennen darf, dann ist zum Beispiel das letzte Banner mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Dort war Ultimate Gohan mit dabei, oder sagen wir mal Jiren, und die waren nicht in Vegetas Kategorie. Oder momentan aktuell in Global ist ja geteasert in den Global Celebration, dass Super Saiyan 3 Bardock kommt, und rechts von ihm ist da Omega Shenlong. Und Omega Shenlong ist auch nicht in der Kategorie von Super Saiyan 3 Bardock. Heißt, es muss nicht zwingend heißen, dass Vegito Blue in der Kategorie sein wird. Aber natürlich nimmt man es an, ja. Da ist halt immer noch die Frage, ob es die Zukunftssaga ist oder alle Zukunftscharaktere. Werden wir sehen, müssen wir abwarten. Das Ganze kommt online am 31. Mai, 10 Uhr morgens unserer Zeit. Spätestens dann werden wir alles zu den Informationen, beziehungsweise alles zu den Charakteren wissen. Auch zu der Kategorie von Future Gohan und was er drauf hat. Also halt auf jeden Fall die Augen offen. Ich bin echt gespannt auf den Dude. Ich denke, sie werden ihn wirklich sehr, sehr gut machen. Weil Future Gohan gibt es nicht so viele. Es gibt lediglich nur einen anderen, und der kommt jetzt als Dokkan-Fest, als Kategorie-Leader. Ich erhoffe mir komischerweise sehr viel von ihm. Ich weiß, warum ich denke, die werden mit ihm komplett eskalieren. Aber da müssen wir mal abwarten, was da abgeht. Anyways, sein Dokkan-Fest kommt dann auch, wie gesagt, am 31. Mai, und zwar 10 Uhr morgens unserer Zeit. Ein Physisch-Banner wird auch kommen, ein Typen-Banner. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Das Ganze kommt am 31. Mai, 10 Uhr morgens unserer Zeit. Warum interessant? Weil nun ist ja GSSR in Global auch, aber in JP auch. GSSR ist ja promotisch nun am Start, und heißt, wenn in dem Typenbanner, wenn die das so lassen, dass der letzte Charakter nicht gefeatured ist, beziehungsweise halt, dass es ganz normal GSSR ist, heißt, dass der letzte Charakter von der Mutlisam 95% nicht gefeatured ist, 5% gefeatured ist, dann sind dann die Chancen wirklich ganz, ganz gut, dann LR zu ziehen. Ja, LR Trunks beispielsweise, der da drin sein, der da im Banner sein wird. Es sei denn, sie ändern das und machen einen gefeatureden Charakter pro Multi. Eigentlich könnte halt echt beides passieren. Entweder sie machen das, dass es ein gefeatured Charakter sein wird, oder sie lassen das, wie es immer war. Dann stehen die Chancen echt gut, bei solchen Typenbannern ein LR zu ziehen. Müsst ihr abwarten, das Ganze ist dann auch am 31. online. Gut, das Prime Battle zum Free-to-Play Trunks kommt ebenfalls. Das kommt einen Tag früher, am 30. Mai, also morgen um 10 Uhr morgens unserer Zeit. Da habe ich echt schon drauf geschaut, was er drauf hat, weil nähere Informationen zu dem Dude haben wir nicht, aber morgen wird das Ganze dann online kommen, und dann gibt es natürlich ein Video dazu. Und die anderen Prime Battles werden auch online sein, von Freezer und LR Goku an der Stelle.
Und genau. Gewisse Story-Events sind online, ganz klar, von dem Future-Saga, von dem Future-Arcs. Und da, boom, Extreme Battle. Das Extreme Battle vom Tech Cell wird kommen, das Extreme The Awakening, nämlich am 7. Juni. 7. Juni, 10 Uhr morgens unserer Zeit. Darauf bin ich echt gespannt. Wir wissen schon, die Future-Kategorie, also je nachdem, ob es Future-Saga ist oder Future, aber sie wird sehr effektiv gegen ihn sein. Und dann natürlich auch logischerweise super Int-Charaktiere. Deswegen ist in dem Extreme The Fast Banner Super Goethe drin. Also wundert euch nicht, er ist da drin, weil er ein super Int-Charakter ist. Aber wir wissen, die Future-Charaktere werden da mehr Schaden gegen ihn machen. Und sein Dokument wird auch in der Zeit auf jeden Fall online sein, täglich. Ganz, ganz cool und ganz, ganz wichtig: Battlefield Version 2.0 kommt wieder. Das kommt wieder. Das Ganze kommt am 1. Juni, 10 Uhr morgens unserer Zeit. Da bin ich echt drauf gespannt, weil wir wollen ja endlich, dass es quasi nicht mehr eine Beta ist und dass es quasi jetzt legit rauskommt und das Ganze auch auf Global kommen kann. Da bin ich echt drauf gespannt, was sich da ändern wird. Zum dritten Mal ist das jetzt rausgekommen, Version 2.0. Da bin ich echt drauf gespannt, was da abgehen wird. Wie gesagt, 1. Juni, 10 Uhr morgens, das Ganze online. Dragonstone Sale ebenso online am 31. 10 Uhr morgens und Double Experience auf die Quest. Das Ganze ist schon online. Genau, ich hoffe, das Ganze hat euch demnach gefallen. Ich bin echt gespannt auf Future Gohan, was er drauf haben wird und wie seine Kategorie letztendlich sein wird. Und vor allem wegen der Free-to-Play Ally Trunks seid ihr auf jeden Fall gespannt, was die Teil kommen wird. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.